Konstruktion an dem Song war eigentlich recht einfach. Da haben wir nicht viel rumgemacht. Es sind Bläser dabei. Mein Ding ist es halt, da ich keine Note lesen kann und ein Instrument wirklich gelernt habe, alles so ein bisschen für mich spielen, habe ich keine Grenze. Das habe ich, weil ich echt alles höre. Von Reggae über Trash, über Speed Metal. Also ich habe schon alles gehört und bin irgendwie bei denselben Sachen am Schluss natürlich immer wieder hängen geblieben, aber ich habe alles gehört und ich finde es interessant, die Sachen zu vermischen. Das ist beim Hip-Hop gang und gäbe im Grunde genommen. Hip-Hop interessiert es nicht, wenn es geil ist, ist es geil, dann passt's. Und so ist es bei mir auch gewesen. Und ich hatte gerade vorgestern die Diskussion mit Xavier darüber, zum Beispiel über die Rockgitarre in dem Song, weil sie eigentlich vom Genre nicht wirklich dazu passt, aber sie ist geil. Und sie fügt sich super in den Song ein und sie schließt Lücken und es passt. I do not care. Wir sind hier in Mannheim Multikulti und so soll es in dem Song auch sein.